Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge, wurde die Gegend hier ein wenig demoliert. Ich weiß natürlich nicht, wer damit zu tun hat. Und das ist der Grund, weshalb wir jetzt flüchten müssen. Wir müssen uns zum Berg aufmachen, der irgendwo da oben, glaube ich, gewesen ist. Oh, können wir hier runter? Ja. Aber irgendwie, mein Controller vibriert hier die ganze Zeit wie blöde. Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Mit anderen Worten, ja, er hat ihn getötet. Aber er hat es nicht ausgedrückt. Du hättest sterben können. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Was ist das? Da kann man scheinbar hoch. Das ist so weiß markiert. Müssen wir jetzt darüber oder müssen wir jetzt hier... Kommen wir da überhaupt hoch? Nee, da kommen wir auch gar nicht hoch. Okay. Dann gucken wir mal hier. Hoch. Hoch, genau. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar... sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Ja gut, die Tiere vielleicht schon, aber nicht diese komischen Kreaturen. War das schon immer hier? Achso, man sollte dann auch die Axt ausrüsten. Dann sehe ich mehr. Aber bringen tut uns das Ganze jetzt hier gerade nichts, oder? Dann heben wir ihn mal wirklich darauf. Aber hier ist noch was zum Einsammeln. Oh, Moment, was ist das? Drehen Sie das Rad. Drücken Sie... Ah! Ah! Okay, verstehe. Ah. Ich heb dich erstmal darauf, komm. Also, oh, da ist auch noch was. Weiter. Doch, doch, es geht jetzt gleich weiter. Kleinen Moment. So, mein Junge. Bitteschön. Geh. Geschafft. Junge. Jawohl. Müssen wir das... Moment. Ach so. Wir können das aber theoretisch festsetzen, oder? Ich probiere das mal eben. Wir müssen das, glaube ich, nicht, aber ich probiere es trotzdem mal eben. Theoretischerweise. Gute Idee. Ne? Finde ich auch. Oh. Okay. Naja, gut. Egal. War ein Versuch Moment. Wert. Wie kommst du jetzt rüber? Ach, muss ich auf die andere Seite? Ach so, sag mir das doch im Voraus. Ich dachte, ja, okay. Ich dachte, wir müssen darum. Ach, Junge, denk doch mal ein bisschen mit. Ich bin doch eine alte Frau, ein alter Mann. Ich kann doch hier nicht. Okay, dann nochmal das Ganze. Das heißt ja eigentlich, wie komme ich dann rüber? Wir müssen ja beide darüber. So, jetzt aber. Wieso kann ich eigentlich nicht schnell laufen? Nee, das ist treten. So wirklich schnell laufen tut er ja eigentlich nicht, ne? Okay. Also, da oben müssen wir auch nochmal hoch. Dieser hängende Eimer? Ein Opferfass? Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Jetzt müssen wir nochmal da runter, um das einzusammeln. Das ist doch scheiße.
Und das ist nur Hacksilber. Wollt ihr mich veräppeln? Okay, dann nochmal das Ganze von vorne. Oder komme ich da wieder hoch? Nee, oder? Ah, nee, er hat es ja jetzt schon runtergeworfen da hinten. Achso, meine Axt. Wäre ganz gut, wenn ich die auch wieder hätte. So. Okay. Bisschen umständlich, aber ich habe auch gedacht, so von wegen alte Schätze und so, dass wir vielleicht irgendwas bekommen, was jetzt mega, ja, mega teuer ist, mega viel bringt, aber offensichtlich nicht. So, komm her, Junge, wir müssen hier hoch. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Oh. Beste Reaktion. Hallo, du sollst da hinspringen. So, was machen wir jetzt hier mit der Kette? Sollen wir die erstmal... Ne? Nein, 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 du sollst nicht darunter, du sollst nur die Kette machen. Nicht übertreiben hier. Was ist denn dahinter? Ach, scheiße, oder? Da müsste ich darüber springen. Ach, ihr seid so blöde Idioten, ehrlich. Okay, dann klettern wir da jetzt doch runter. Dass man hier nicht einmal seinen Weg gehen kann. Ich hoffe, ich komme da jetzt auch wieder zurück. So. Was haben wir jetzt hier? Auch wieder nur Hacksilber. Ja, toll. Ich fühle mich ein wenig veräppelt. Okay. Elegant, der trotz seiner Muskeln da hoch klettert. So, Kleiner. Es geht weiter. Ich freue mich übrigens total, weil dieses Jahr soll ja von den Ratten nochmal ein neuer Teil kommen. Sieh nur. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber... Das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Ups. Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Sie wollte nicht, dass du einfach da bleibst. Sie wollte, dass du dem Jungen was beibringst. Was ist denn... Achso, hier sind wir hochgekommen, ne? Kann man das auch kaputt machen? Ja, aber da ist nichts drin. Okay, kann man das auch noch? Da komme ich nicht wirklich ran. Na gut. Kleiner, kommst du mit? Kommst du selber hoch? Ich laufe schon mal vor. Ich hoffe doch mal, der schafft das alleine. Ja, gerade so. Aber er schafft es. Genau, also, immer erst den kleinen vorschicken. Wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Kleiner, das ist nicht gut, was du davor hast. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Oh, du Arsch! Ja, ich wollte eigentlich... Junge, Konzentration! War das ein One-Hit? Gefahrenanzeiger um Kratos herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Ah, verstehe. Goldene Zeiger zeigen, kennzeichnen nahe Gegner. Leuchtend rote Zeiger kennzeichnen bevorstehende Angriffe. Oh...
Leuchtende lila ne Zeiger kennzeichnen Projektilangriffe. Also alles, was leuchtet, das sollte ich lieber abhauen. Okay. Um eine Wende auszuführen. Hinter dir noch mehr! Noch mehr Gegner, Junge! Jawohl! Halte dich! Bin so weit. Boah, was war denn das gerade? Ach, jetzt wollte ich den Kleinen gerade treffen. Wo ist der andere denn, der unten war? Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Ich nehme das jetzt mal einfach so an. Was? Wieso schießt du da drauf? Hier, Junge. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Kluges Kerlchen. Ich wusste, deine Stärke ist nicht der Kampf, deine Stärke ist das Wissen. Okay, schauen wir hier aber doch nochmal eben, ob wir was einsammeln können. Ah, okay. Kann man da hoch? Das sieht irgendwie so aus, als ob man da... Nicht zum Einsammeln? Doch, da war was. Na gut. Das auch noch? Er hat doch gerade irgendwas hinter geleuchtet. Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Naja, gut, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Hinten können wir auch noch was kaputt machen. Kleiner, kommst du? Oh mein Gott. Weiter in Richtung des Berges. Ach, ich dachte gerade, das wäre eine Truhe. Okay. Oh. Das waren auch diese komischen Dinger, die den Axt nichts aussagen. Okay. Noch etwas? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Ja. Frage ist, sind die auch Gegner? Leichter Runenangriff. Ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Okay. Runenangriffe. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Hehls Berührung erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffen mit leichten und schweren Angriffen modifizieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Ah, okay. Wählen Sie. Moment, Moment. Drücken Sie A. Ja. Runenangriffe haben zugehörige Attribute und Abklingzeiten. Muss ich hier irgendwas? LBR. Ach so, das ist, um die zu aktivieren wahrscheinlich, ne? Mit XP können Runenangriffe verbessert werden. Das Verbessern von Runenangriffen verbessert auch ihre Attribute. 1000 XP brauche ich dafür. Oh je, okay. Mal gucken. Ah, dann sind die alle betäubt in dem Moment. Ah, okay.
Rücken Sie A um die Leviathan-Axt mit dem Juwelfeld. Achso, ja. Ausgerüstete Runenangriffe werden mit einem E-Symbol versehen. Okay, ein E sehe ich jetzt gerade hier nicht. Drücken Sie B, um zum Waffenmenü zurückzukehren. So, hier können wir jetzt nichts machen, ne? Ja, okay. Was ist das grüne hölzerner Griff? Keine Ahnung, das ist schon ausgerüstet. Da kann ich nur darum. Was ist denn? Ach so, mit dem. Okay. Verteidiger der Auserwählten. Ein goldener Schild voller rechtschaffenen Ruhms. Ein mysteriöser Schild. Vergleichen. Okay. Also das ist jetzt nur die Optik, wenn ich das hier richtig sehe. Oder? Steht jetzt nichts. Ja, da steht jetzt nicht, dass die anderen irgendwie besser sind oder so. So. Rüstung. Abwehr. Ah, okay. Abwehr 3. Abwehr 4. Wie rüste ich das aus mit A? Ja, okay. Ja. Ist ja alles gut. Lass mich doch einfach mal zurück. Einige Rüstungen verfügen über 3 Zaubersprüche. Okay, zu den Plätzen. ja. Symbol der Beharrlichkeit. Machen wir mal. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache, aber wir machen das mal einfach alles. So. Das ist auch besser. Zu den Plätzen. Da haben wir nichts. Okay, sieht auch ein bisschen anders aus. Ich war jetzt gerade mal am Vergleichen. Aber ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe einen Frosch im Hals. Es tut mir wirklich leid. Talisman. Glück der Zeiten. Haben wir denn den Hammer ausgewählt? Können wir da noch irgendwas reinmachen? Nee, da haben wir nichts für. Okay. Dann können wir noch zu dem Jungen. Wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Toll. Also das obere bringt quasi nichts. Ein Geschenk von der Mutter. Ach so. Aber das obere haben wir ausgerüstet. Ah, okay. Ja, scheiß auf die Mutter. Hört sich jetzt gemein an, ich weiß. Aber er muss ja irgendwie gucken, dass er überlebt. Deswegen, was ist denn hier mit Fähigkeiten? Oh, da haben wir was. Diese Fähigkeit bietet keiner. Die haben wir gekauft. Wir haben zwar noch nicht gekauft, aber okay. Ach so, das ist dieses. Ah, okay. Nahkampf. Einen gnadenlosen Spaltangriff auszuführen. Erfordert keine Abklingzeit. Könnte ich theoretisch kaufen. Um einen Axt... Angriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Das hört sich, finde ich, aber schon sehr gut an. Ein schwerer Angriff, der als Abschluss nach einer Kombo aus leichten Angriffen ausgeführt werden kann. Drücken Sie zum... Oh Gott, das hört sich zu kompliziert an. Aber ich habe irgendwie so die... führen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen. Und um die Axt aufzuladen. Ah... Ich würde normalerweise sagen, oder muss ich das vorher gekauft haben? Erfordert Axtverbesserung 2. Hm. Wenn ich jetzt wüsste, ne? Sonst würde ich das jetzt reinmachen, wenn das geht. Halten Sie RB gedrückt, um einen Axtangriff anzuführen, der mehrmals trifft und Sie bewegungsunfähig macht. Ich probiere es mal einfach aus. Kauf das mal einfach. So, dann gucken wir mal auch auf die Karte. Die haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Was ist das? Eingang verborgene Kammer. Ach, das ist bestimmt die, die wir gesehen hatten. Kratos, die Reise zum Tagebuch. Okay, Ziele. Das ist klar. Kodex, das sind die Sachen, die wir so gefunden haben zum Lesen, sozusagen. Ressourcen, Spezialgegenstände. Okay, gut, ja. Coole Moves. Haben wir freigeschaltet. Wahrscheinlich, weil ich jetzt irgendwas gekauft habe. Okay.
sieht schon mal nicht schlecht aus, sonst machen wir ja nur so. Halten Sie LB gedrückt und dabei um einen leichten... Ne? Wow, wie machst du das? Ah, okay. Keine Ahnung, was das jetzt bringen sollte. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Na. Das war so klar. Ich lass dich jetzt mal da hängen. Du musst ja irgendwie auch was lernen. Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig. Bin gleich da. Oh, oh. War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Ach, mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Nee, nicht tot. Die Geschwindigkeit wird durch Farbe und Zahl am Gesundheitsbalken angezeigt. Was interessiert mich die Geschwindigkeit? Gegnerische Geschwindigkeitsbalken sind entsprechend der Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Das heißt, die sind stärker, oder was heißt das jetzt? Denk dran! Präzision geht vor Tempo! Ich weiß, mein Junge. Ja, bleib doch mal auf einen angerichtet. Eingestellt. Ich stürme die auch mal direkt mit hier, ne? Weniger. Oh. War jetzt nicht so günstig. Das war der letzte. War ich besser? Sicher? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Ich gehe ja lieber mal auf Nummer sicher hier. Nicht, dass die mich hier gleich auch noch angreifen. Sieh mal. So, was leuchtet denn da oben? Ach, das ist eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Theoretisch müsste ich da irgendwo hoch. Ich denke mal, da kommen wir wahrscheinlich später hin. Lies es. Oh. Das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel gemacht. Ob Odin wohl jemals hier war? Über uns! Etwas bricht durch die Mauer! Oh oh. Welche Mauer? Wo? Etwas bricht durch die Mauer! Ja! Wo? Da! Scheiße! Ernsthaft? Das sind noch mehr!
Und du? Können wir da jetzt hoch oder nicht? Er sagt nichts mehr. Ich hoffe mal. So, komm mit mir. Den Gegnern in die Arme laufen. Hörst du das? Ja. Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Oh oh. Ja, das ist typisch Kind. Bleib in meiner Nähe und schon läuft er vor. Was ist das? Weiß ich nicht genau. Aber irgendwie sieht das so aus, als ob das jetzt der nächste Bossgegner wird. Da würde ich jetzt mal glatt behaupten, dass wir hier vielleicht mal einen kleinen Cut machen sollten, weil wir nämlich jetzt auch schon wieder ziemlich lange aufgenommen haben. Dann kann ich nochmal schnell speichern und dann machen wir den Kampf in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.